Neue Erkenntnisse zu Ausmaß und Ursachen des frühen Bildungsabbruchs zu generieren, das war das Ziel, das wir uns gesetzt haben im Rahmen unseres Beitrags zum nationalen Bildungsbericht. Wir, das heißt Gabriele Pessl und Michael Brunnefarb, die beiden Mitautoren und Mitautorinnen in dem Beitrag. Zunächst einen kurzen Überblick auf die Themenstellungen, die ich besprechen möchte. Am Beginn steht eine begriffliche, empirische, theoretische Einordnung unseres Beitrags. Dann geht es um eine empirische Auseinandersetzung, eben das Neue, das wir versucht haben herauszuarbeiten, was es betrifft, das Ausmaß des frühen Bildungsabbruchs, dessen Verteilung und dessen Ursachen zu besprechen. Und aus dem heraus leiten wir schließlich Empfehlungen für die österreichische Bildungspolitik ab. Gut, zunächst zur Einordnung unseres Beitrags. Begrifflich kann man frühen Bildungsabbruch einordnen in einen Diskurs, der sich im Zusammenhang mit Bildungsarmut entsponnen hat. Bildungsarmut wiederum ist auf zweierlei Arten definierbar. Auf der einen Seite kann man eine sogenannte zertifikatsbasierte Bildungsarmut feststellen. Das sind eben frühe Bildungsabbrecher und frühe Bildungsabbrecherinnen, mit denen wir uns hier auseinandersetzen. Definiert sind die als Personen im Alter von 15 bis 24 Jahren, die sich momentan nicht in Ausbildung befinden und keinen Abschluss aufweisen können, der über die Pflichtschule hinausgehen würde. Eine kompetenzbasierte Definition von Bildungsarmut wiederum findet man durch die PISA-Risikogruppen operationalisiert. Das sind also Jugendliche im Alter von 15 Jahren, die zum Beispiel nicht sinnerfassend lesen können. Empirisch lässt sich diese Auseinandersetzung mit frühem Bildungsabbruch in zwei, wie soll man sagen, widersprüchliche Tendenzen, die wir beobachten können, einordnen. Wir haben auf der einen Seite den Fahrstuhleffekt, dieser Begriff ist Ihnen wahrscheinlich ein Begriff, ein Fahrstuhleffekt im Zuge der Bildungsexpansion, der besagt, dass im Durchschnitt die Bildung der Bevölkerung immer weiter ansteigt. Das ist einmal das eine, das, glaube ich, unbestritten ist. Das andere ist es aber auch, dass es einen Teil in der Gesellschaft gibt, die offensichtlich keinen Platz gefunden haben in diesem Fahrstuhl. Das heißt, es kommt zu einer zunehmenden Ausgrenzung und Prekarisierung sogenannter bildungsarmer Personen, vor allem in einer Wissensgesellschaft und vor allem dann, wenn der Abstand zum Durchschnitt immer größer wird. Die theoretische Einordnung unseres Beitrags ist eher ein konflikttheoretischer Ansatz, den wir wählen, anstelle eines monetarisierungstheoretischen. Das heißt, unser Blick geht bewusst auf institutionelle Praktiken und Systemstrukturen anstelle von individuellen Entscheidungen, Motivationen und Begabungen. Gut, zunächst, was den empirischen Teil betrifft, zum Ausmaß des frühen Bildungsabbruchs. Und hier habe ich einige Zahlen einander gegenübergestellt, die gleichzeitig sozusagen sich ergeben, je nachdem, welche Datenbasis man heranzieht. Uns allen bekannt ist der sogenannte Early School Leaving Indicator. Der baut auf dem Labor Force Survey, also Mikrozensus. Sie wissen, das ist eine Umfrage bei 1% der österreichischen Bevölkerung. Das heißt, es ist eine Stichprobe mit dementsprechenden Unsicherheiten auch verbunden. Der Anteil der frühen Bildungsabbrecherinnen, der sich ergibt auf dieser Datengrundlage, liegt bei 7,6% im Jahr 2012. Für Vergleichszwecke habe ich nicht das jüngste Datum genommen, das uns zur Verfügung steht. Das liegt bei 7,6% oder ungefähr 75.000 Jugendliche. Seit ungefähr eineinhalb Jahren steht uns aber eine neue Datenbasis zur Verfügung. Das ist das sogenannte bildungsbezogene Erwerbskarrierenmonitoring. Dabei handelt es sich um Verwaltungsdaten und um eine Vollerhebung. Ist also von der Grundstruktur her zunächst einmal Umfragedaten gegenüber zu bevorzugen. Wenn wir diese Datenbasis heranziehen, dann ist das Ergebnis, dass es 12,3% frühe Bildungsabbrecher und Bildungsabbrecherinnen in Österreich gibt im Jahr 2012 oder gegeben hat. Das entspricht 126.000 Jugendlichen im Alter von 15 bis 24 Jahren.
Dieses Ergebnis, dieser 12,3%, passt auch wesentlich besser zu einem uns schon seit langem bekannten Indikator, nämlich im Hinblick auf die PISA-Risikogruppen, wo wir alle 3 Jahre wieder aufs Neue vorgeführt bekommen, dass ungefähr 20% der Kohorte nicht sinnerfassend lesen können. Schluss aus dem Ergebnis ist, Bildungsarmut unter Jugendlichen ist in Österreich im Kontrast zur eigentlich niedrigen Early School Leaving Quote auch ein quantitatives Problem. Diese neue Datenbasis, die uns nun zur Verfügung steht, die erlaubt uns auch wesentlich tiefergehende Analysen, zum Beispiel eine Analyse des Anteils früher Bildungsabbrecher und Abbrecherinnen auf Bezirksebene. Und was Sie in dieser Grafik sehen, ist eben eine Differenzierung nach politischen Bezirken und das wiederum aufgeteilt auf Bundesländer. Man sieht zunächst einmal eine große Spanne innerhalb von Österreich. Wir haben auf der einen Seite den Best Performer unter Anführungszeichen, das wäre hier in Niederösterreich zu finden, Zwettl mit 5,1%, und auf der anderen Seite den größten Wert, den wir beobachten können, in Wien, Favoriten, glaube ich, ist das, mit knapp über 25%. Was man gleichzeitig auch sehen kann, ist, dass diese Unterschiede sich auch innerhalb der einzelnen Bundesländer beobachten lassen. Als Beispiel kann man wiederum heranziehen, zum Beispiel Niederösterreich, wo wir eben auf der einen Seite diese 5% in Zwettl haben und auf der anderen Seite knapp 20 oder 18% sind es in Wiener Neustadt. Ja? Das heißt, früher Bildungsabbruch ist zu einem Gutteil auch ein städtisches Phänomen, wobei Stadt in dem Fall auch Städte wie Wels oder Wiener Neustadt und dergleichen umfasst. Jetzt kann man noch einen Schritt weitergehen und man kann jetzt eine zusätzliche Dimension einführen und nicht nur regional differenzieren, sondern gleichzeitig auch regional und nach Herkunft differenzieren. Das heißt, in dieser Grafik sehen Sie den Anteil der frühen Bildungsabbrecher und Abbrecherinnen im Durchschnitt auf der einen Seite, das sind die roten Balken, und dann unter Drittstaatsgeborenen auf der anderen Seite. Da sehen wir zunächst einmal, dass wir nicht wenige Bezirke in Österreich haben, das sind 8 an der Zahl, wo exorbitant hohe frühe Bildungsabbrecherquoten zu beobachten sind, die zwischen 40% und 50% liegen, wenn wir jetzt die Drittstaatgeborenen heranziehen. Wir sehen auf der anderen Seite, dass das Schicksal von Migranten und Migrantinnen in Österreich sehr unterschiedlich ist. Also wir haben auf der einen Seite hier zum Beispiel Wien-Neubau mit einem Anteil von 18% Frühbildungsabbrecherinnen unter den Drittstaatsgeborenen. Wir haben auf der anderen Seite hier Baden mit einem Anteil von 47%. Jetzt werden Sie vielleicht einwenden, Baden, ja, da liegt Dreiskirchen und dort haben wir ein Flüchtlingszentrum aufgrund dessen. Aber dann gehen wir halt einfach eine Säule weiter rüber. Da haben wir Imst in Tirol, steht nicht da, aber ich weiß es. Dort gibt es meiner Ansicht nach kein Flüchtlingszentrum. Das Dritte, was man auch in dieser Grafik sehen kann, ist, dass die Ausgrenzung von Migrantinnen nicht so sehr ein städtisches Phänomen ist, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben hier viele Wiener Bezirke, die sich unter dem österreichischen Durchschnitt befinden. Der österreichische Durchschnitt ist hier. Wir finden Wien-Neubau, wir finden Wien-Hitzing, Donaustadt, Liesing, Floridsdorf und was ist hier, Leopoldstadt zum Beispiel, also mit durchaus sehr, sehr hohen Migrantinnenanteilen, die unterdurchschnittliche Faberquoten aufzuweisen haben. So, jetzt ist die Frage nach den Ursachen zu stellen. Wie kommt es zu frühen Bildungsabbruch und was trägt dazu bei? Da ist die Antwort, die oft gegeben wird, schnell an der Hand. Ja, die Jugendlichen haben halt einfach die Kompetenzen nicht. Oder die Jugendlichen sind nicht motiviert im entsprechenden Ausmaß. Oder die Eltern der Jugendlichen haben halt nicht den finanziellen Hintergrund, den sie brauchen würden, oder den Bildungshintergrund. All diese Erklärungen haben eins gemein, sie sind meritokratisch und gehen sozusagen davon aus, dass es am Individuum liegt, ob jetzt jemand zum frühen Bildungsabbrecher oder zur Abbrecherin wird oder nicht. Das schaffe ich. Ich möchte hier ganz bewusst einen anderen Ansatz wählen, nämlich darauf zu schauen, ist es möglich nachzuweisen,
dass die Systemkomposition, wie wir sie vorfinden, oder auch die Praxis, wie sie von den Schulakteuren in den Schulen gelebt wird, mit dazu beiträgt, dass es frühen Bildungsabbruch gibt oder in welchem Ausmaß es ihn gibt oder nicht. Um dieser Frage nachzugehen, haben wir ein Regressionsmodell entwickelt. Ein Regressionsmodell, dessen Ziel es war, den Anteil der frühen Bildungsabbrecher und Abbrecherinnen auf Bezirksebene zu erklären. Also Sie haben zuvor gesehen, die Spanne ist ja groß. Ne? Und jetzt ist die Frage, wie können wir denn diese Spanne erklären? Wir haben das gemacht, indem wir zwei unterschiedliche Kategorien von Variablen in dieses Modell mit aufgenommen haben, sozusagen die üblichen Verdächtigen, die hier als Kontrollvariablen ausgewiesen sind, wie sozioökonomischer Index, wie der Kompetenzwert, in dem Fall glaube ich war es Mathematik, wie der Anteil von Schülerinnen mit nicht deutscher Umgangssprache. Die Ergebnisse für diese Kontrollvariablen sind so, wie wir es erwarten würden. Ja, das heißt, je höher der sozioökonomische Index ist, desto niedriger ist der Anteil von frühen Bildungsabbrechern und Abbrecherinnen. Je höher der Kompetenzwert ist, desto niedriger die frühen Abbrecher. Und je höher der Anteil von Schülerinnen mit nichtdeutscher Umgangssprache, desto höher dann wiederum der Anteil von frühen Bildungsabbrecherinnen. Soweit so erwartet. Was wir aber auch sehen, ist, dass durchaus die Systemkomponenten oder manche der Systemkomponenten, die wir vorgefunden haben, ihren Beitrag zum frühen Bildungsabbruch leisten. Zum Beispiel die Anzahl der Sonderschulen. Je mehr Sonderschulen, desto höher der Anteil früher Bildungsabbrecher in den Bezirken. Je größer der Anteil von Schülern und Schülerinnen, die die Vorschule besucht haben, desto größer auch der Anteil von frühen Bildungsabbrechern. Und last but not least, das waren jetzt zwei Systemfaktoren, geht es beim dritten um, wie soll man sagen, Praxis, Bildungspraxis. Und was Sie hier sehen, ist die Klassenkomposition nach Herkunft. Also je mehr Schüler und Schülerinnen sich in Schulen befinden, die wiederum ihre Kinder danach zusammensetzen, wo sie herkommen, desto höher der Anteil früher Bildungsabbrecher. Das sind jetzt einige der Evidenzen gewesen. In Summe können Sie in dem Bericht oder in unserem Beitrag zum Nationalen Bildungsbericht wesentlich mehr noch nachlesen, aber auch die reichen aus, um jene Empfehlungen, die hier stehen, Grund zu legen. Zunächst einmal, es braucht einer wesentlich stärkeren politischen Aufmerksamkeit dem Problem des frühen Bildungsabbruchs gegenüber. Das einerseits deswegen, weil das Ausmaß unterschätzt wird und das andererseits auch deshalb, das habe ich leider inhaltlich nicht präsentieren können, weil es einen sogenannten Lock-in-Effekt gibt. Das heißt, Jugendliche, die frühe Bildungsabbrecher und Abbrecherinnen sind, kommen sehr, sehr schwer wieder aus dieser Position heraus. Im Zusammenhang mit der starken sozialen Ungleichverteilung vom frühen Bildungsabbruch muss natürlich die Empfehlung oder die Forderung sein, die Ergebnisverantwortung für den Bildungsprozess wieder stärker in die Schule oder in das Bildungssystem hineinzuverlagern. Halbtagsschulen und die Auslagerung der Lernleistung ins Private, wie wir es stark haben, führen zur Bildungsvererbung und Ausgrenzung von sozial Benachteiligten. Ganztagsschulen sind eine mögliche Antwort darauf. Eine mögliche Antwort wären auch standortspezifische Faber-Monitorings im Zuge der Qualitätssicherung. Andere Staaten machen das, zum Beispiel die Niederlande. Was wir schließlich brauchen, ist eine Reduktion selektiver Strukturen und auch ein Unterbinden von Selektionspraxis. Das heißt, auf der einen Seite haben wir ein stark differenziertes Schulformensystem, das produziert unter Anführungszeichen automatisch Bildungsverlierer. Mögliche Antworten darauf sind Gesamtschule und Integration. Und wir müssen andererseits eine Bewusstseinsbildung vornehmen zu den sozialen Konsequenzen, die eben mit der Selektionspraxis der handelnden Akteure verbunden sind. Insgesamt kann man sagen, wir brauchen wesentlich mehr Prävention anstelle nur, habe ich unter Anführungszeichen, das ist schon auch wichtig, anstelle nur Kompensation. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.